Herr, wir strecken uns aus nach dir, wie wir es gesungen haben. Herr, wir fragen nach deiner Weisheit. Du bist derjenige, bei dem wir zur Ruhe kommen. Herr, du meinst es gut mit uns. Und du regierst, Herr. Es liegt mir so sehr auf dem Herzen, heute Morgen euch, dir direkt zuzusprechen. Ein Wort Jesu aus Johannes Kapitel 14, Vers 1. Dort sagt Jesus: Euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Und wenn du in deine Bibel schaust, dann wirst du merken vielleicht, dass das, was danach kommt, ganz unterschiedlich übersetzt ist. Ja, denn Jesus sagt nicht einfach nur, euer Herz erschrecke nicht. Nein, sondern er liefert uns auch noch eine Begründung, warum es nicht erschrecken soll. Die Zürcher Übersetzung übersetzt es folgendermaßen: Ihr glaubt an Gott, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ja, das ist ein Imperativ. Euer Herz erschricke nicht, denn ihr sollt an Gott glauben und ihr sollt an mich glauben. Und das Spannende ist, dieser Imperativ, diese Aufforderung zu glauben, ist im Griechischen in dieser Form exakt die gleiche grammatische Form wie der Indikativ, also eine Aussage. Deswegen übersetzen manche Bibeln auch: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Oder ihr glaubt an Gott und ihr glaubt auch an mich. Ja, du kannst diese Formen ganz verschieden übersetzen, sodass du diesen einen Vers auf vier verschiedene Weisen übersetzen kannst. Und die Frage ist, welche Übersetzungsvariante ist richtig? Und ich denke, Johannes hat das sehr bewusst so wiedergegeben, diese Worte Jesu, weil alles möglich ist und auch alles seine Richtigkeit hat und auch alles stimmt. Euer Herz, es braucht nicht zu erschrecken in dieser Zeit, denn ihr glaubt schon an mich und ihr glaubt an meinen Vater im Himmel und gleichzeitig streckt euch aus, euch in diesem Glauben noch mehr an ihn zu binden. Glaube im biblischen Sinne ist ja nichts einfach nur, dass ich glaube, dass morgen die Sonne wieder aufgeht. Natürlich glauben wir das, aber es ist so eine Selbstverständlichkeit. Das hat jetzt nicht so viel Impact auf unsere bewusste Tagesplanung, weil wir einfach damit rechnen. Aber Glaube nach dem biblischen Sinn meint ein ganz bewusstes, existenzielles Binden an denjenigen, an den geglaubt wird. Ein ganz festes Gegründetsein, das meint es im Hebräischen und im Griechischen, kommt ganz diese existenzielle Bindung hinzu, dieses ganze Ausgeliefertsein des Lebens. Und wo das der Fall ist, da braucht sich unser Herz nicht zu erschrecken. Herr, wir danken dir für diese Zusage an diesem Morgen, dass wir das auch in diesem wunderbaren Psalm 70 noch vertiefen dürfen. Danke, dass du ein naher Gott bist. Nicht ein ferner Götze, sondern ein Gott, der sich gerade denen naht, die ihn suchen. Und der sich als Retter der Armen und der Gebeugten erweist. Herr, wir beten heute Morgen für unsere Herzen, Herr, wir befehlen sie dir an. Herr, du sagst es uns immer wieder, es steht Kindern Gottes nicht gut an, dass sie in Furcht und Schrecken leben. Wir wollen nicht in Schrecken leben. Herr, wir wollen wachsam sein, aufmerksam, die Zeichen unserer Zeit deuten, aber in der festen Gewissheit, dass wir in dir geborgen sind, wissend, zu wem wir gehören und auf welche Zukunft wir zugehen. Wir danken dir für die ewige Herrlichkeit, die bei dir bereit liegt. Und solange wir hier sind, Herr, beten wir, schenk uns die Gnade, dass wir dir zur Ehre leben können, sei es im Frieden, sei es auch in herausfordernden Zeiten. Wir wollen dir Ehre bereiten, deinen Willen erkennen und ihn tun. Und danke, Herr, dass du uns die Kraft gibst, das auch tun zu können. Amen. War schon eine intensive Zeit heute Morgen. Herzlich willkommen alle, hier vor Ort sind. Herzlich willkommen, wenn du von zu Hause zugeschaltet bist. Ja, wir leben ja in unglaublich spannenden Zeiten, weil wenn du diese Botschaft von heute Morgen zu einem späteren Zeitpunkt anschaust, heute ist der 24. März 2022, ist genau ein Monat jetzt schon her, seitdem Putin diesen Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat, ein Monat kaum zu fassen. Und meine Hoffnung ist so sehr, unser Gebet ist, dass wenn du diesen
dieses Video, diese Botschaft zu einem späteren Zeitpunkt hören solltest, dass das Ganze sich schon durch die Gnade Gottes zum Guten hin aufgelöst hat und dieses Sterben zu einem Ende gekommen ist. Und unsere Gebete haben da viel Kraft und so vielleicht auch, oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher, ja auch kann der Psalm 70 seine Rolle darin spielen, wenn Kinder Gottes diesen Psalm beten. Es ist nur ein sehr kurzer Psalm, den wir uns heute Morgen anschauen wollen, aber dafür dennoch ein sehr intensiver Psalm. Er ist so kurz, dass vielleicht die frühen Hebräer, die Psalmen zusammengestellt haben, dachten, hey, der ist so kurz, irgendwie so schade, der gehört eigentlich noch mehr dazu. Also zumindest ist es so, dass der komplette Psalm 70 im Ganzen auch noch in den Psalm 40 integriert wurde. Also wahrscheinlich war Psalm 70 früher. Psalm 40, die Verse 14 bis 18 dort sind fast deckungsgleich mit dem Psalm 70. Psalm 40 ist viel Schönes noch außenrum, wird auch genannt der Psalm der kleinen Leute. Ja, und es gibt uns schon auch eine Richtung, wohin auch der Psalm 70 deutet. Sein Psalm, er besteht aus drei Teilen. Ja, und ich schicke das voraus, nicht einfach nur, weil es hier darum geht, sich irgendwie für irgendeine literarische Machart zu begeistern, nein, sondern es zeigt uns eine Gebetsstruktur auf, die David gewählt hat. Auch hier ist wieder großer Schmerz abzuspüren, große Verzweiflung, aber David, er heult nicht einfach drauf los, sondern zumindest, wenn er es schriftlich verarbeitet, da entwickelt er was. Er zeigt uns eine Art und Weise, wie er mit seinem Schmerz, mit seiner Furcht, mit seiner Bedrängnis vor Gott umgeht. Und das ist etwas, das auch uns inspirieren darf, wo wir lernen dürfen davon. Ich lese den Psalm mal im Ganzen für den Chormeister von David zur Verkündigung. Eile Gott, mich zu retten. Herr, eile mir zur Hilfe. In Schmach und Schande sollen geraten, die mir nach dem Leben trachten. Es sollen zurückweisen und sich schämen, die mein Unglück wollen. Weichen sollen in ihrer Schande, die mich verlachen. Frohlocken sollen und deines sich freuen alle, die dich suchen. Und die sich nach deiner Hilfe sehnen, sollen allezeit sagen, groß ist Gott. Ich aber bin elend und arm. Eile Gott zu mir. Meine Hilfe und mein Retter bist du, Herr, säume nicht. Also ein kurzer Psalm nur, aber ein intensiver Psalm. Und er beginnt schon sehr, sehr dringlich. Ja? Vers 2 ist eigentlich schon der erste Teil. Es ist ein doppelter Imperativ, ein doppelter Aufruf. David legt direkt los, eile Gott, mich zu retten. Herr, eile mir zur Hilfe. Also die Not ist groß, da ist höchste Bedrängnis. Eile, diese Aufforderung an, ja nicht nur an Gott, sondern auch an den Herrn. Gott wird auf zweifache Weise angesprochen, vom Beter persönlich. Das einerseits Gott, und ich sage mal Gott, das ist ja so eher so ein Titel, eine Positionsbeschreibung. Ne? Er ist Gott, wir sind es nicht. Herr ist mehr als das. Wenn du in deine Bibel dieses Wort Herr in Druckbuchstaben durchgedruckt siehst, so wie es auch hier steht, dann ist es immer ein Hinweis darauf, dass dort im hebräischen Grundtext eigentlich der Name Gottes steht. Und der Name ist nicht einfach nur Position, sondern das ist eben ein Name. Gott wird persönlich mit Name angerufen, den wir mit Yahweh am besten wiedergeben könnten. Und der bedeutet, ich bin da für dich. Das ist der Name, den Jahwe selbst sich gegeben hat, den Gott selbst sich gegeben hat, mit dem er sich Mose gegenüber offenbart hat. Ich bin da für dich und zwar zu allen Zeiten. Ich war immer da für dich, ich bin immer da für dich und ich werde immer da sein für dich. Das ist die Bedeutung, die innerste Bedeutung dieses heiligsten Gottesnamens, des häufigsten Wortes im Alten Testament, kommt über 6800 Mal vor im Alten Testament. Und mit diesem Namen wird Gott angerufen, mit diesem Namen wird Gott bestürmt, wird erinnert daran, wer er doch ist. Herr, du bist doch der, der mir helfen kann, du bist doch der, der retten kann. Ja, also zweimal eile, Gott, Herr, und zwar um mich zu retten, mir zur Hilfe.
Dann kommt ganz, ganz große Bedrängnis und Not heraus. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir auch etwas von dieser Situation. Wir können abspüren hier in diesem zweiten Teil, er geht von den Versen 3 bis 5 und zunächst mal haben wir hier diese Wünsche gegen diejenigen, die den Beter bedrängen. Ja, diese Wünsche gegen die Feinde. Wenn er hier betet, in Schmach und Schande sollen geraten, die mir nach dem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und sich schämen, die mein Unglück wollen. Also du merkst schon, hier ist eine Angriffssituation. Er betet, sie sollen zurückweichen, die mir nach dem Leben trachten. Weichen sollen in ihrer Schande, die mich verlachen. Ja, vielleicht hast du das, also ich weiß, es gibt kein menschliches Leben ohne Schmerz. Und wann lachen Menschen dich aus? Wann lachen Menschen jemanden aus? Es geschieht dann, wenn sie sich überlegen fühlen. Es geschieht dann, wenn sie sich an einer höheren Position fühlen. Es geschieht dann, wenn sie sich als sichere Sieger fühlen. Dann fangen Menschen an zu lachen. So, da ist eine Übermacht, die gegen den Beter gerichtet ist, eine Übermacht. Und wie er es empfindet hier, David, diese Übermacht führt einen Vernichtungskrieg gegen ihn. Da ist keine Chance. Sie stehen quasi an der Schwelle und sie drohen, alles mit in den Untergang zu reißen. Und sein Gebet ist, Herr, greif du ein. In Schmach und Schande, wie ein geprügelter Hund, sollen sie umdrehen und von dannen gehen. Das Lachen soll ihnen im Hals stecken bleiben. Als aufmerksamer Bibelleser beider Testamente und als Jünger Jesu weißt du schon, ja, auch wenn du aufmerksam und regelmäßig den Morgentau mit anschaust, das hatten wir schon öfter in den Psalmen, dass wir solche Passagen in den Psalmen vom Neuen Testament her, von Jesus her, immer besonders betrachten müssen. Jesus hat ja keine Gerichtsbotschaften über die Menschen gebetet. Ja, er hat Dinge angekündigt, die passieren werden für diejenigen, die am Ende der Zeit nicht zu ihm gehören. Aber den Umgang mit den Feinden, den Umgang mit denen, die uns bedrängen, die Kinder Gottes bedrängen, da hat er ganz klar gemacht, wir sollen segnen diejenigen, die uns fluchen. Ja, das sollen wir vergeben, wie wir es auch bei Stephanus sehen, wie wir es bei Paulus sehen. Das Gebet darum, dass Sünde nicht angerechnet wird, das finden wir so in den Psalmen und schon gar nicht bei David überall. Und dennoch kann ich es überhaupt nicht wagen, irgendwie da den Stab über David zu brechen, weil jeder von uns kennt Situationen aus seinem Leben, da will alles aus dir herausschreien, ja, dass Gott genau das tut, dass er deine Gegner, die gegen dich stehen, in Schmach und Schande am besten hier irgendwie öffentlich bloßstellen soll, wenn du ungerechtfertigterweise übler Nachrede ausgesetzt bist. Von Jesus her haben wir da anders zu beten gelernt. Ja, was nicht anders ist im Neuen Testament natürlich, das möchte ich doch noch sagen, das ist die Bitte um Gerechtigkeit. Ja, es ist auch für die Kinder Gottes im Neuen Bund natürlich wichtig und richtig und so wichtig, um die Gerechtigkeit Gottes zu beten. Ja, dass Gott seine Gerechtigkeit aufrichtet, aber er ist es eben, der es tut zu seiner Zeit und darauf dürfen wir uns verlassen. So, wir kommen zu Vers 5 und hier kommt jetzt der Gegenpart. David hat einerseits die Wünsche gegen seine Feinde geäußert, sehr emotional und menschlich total nachvollziehbar, aber dort bleibt er nicht stehen. Ja, er zieht seine Seele noch auf die andere Seite und das ist es, wo wir wieder voll dabei sind und wo wir auch ganz mitgehen wollen. Frohlocken, freuen, jubeln sollen und deiner sich freuen, alle, die dich suchen. Ja, jetzt kommen die Wünsche für diejenigen, die Gott suchen, die sich ihm ausliefern, die sich nach ihm sehnen. Ja, alle Zeit sollen sie sagen, groß ist Gott. Ich aber bin elend und arm, so heißt es dann in Vers 6. Kurz nochmal bei Vers 5. Gerade im Herkommen jetzt von Vers 3 und 4 überrascht das eigentlich, aber David hat es schon kapiert, ja. Es mag äußerlich so aussehen, als ob die ganze Welt gegen dich steht. Wenn Gott auf deiner Seite ist, ist das, was von außen vielleicht sicher aussieht oder nach Verlust aussieht, gar nicht das letzte Wort. Die geistliche Realität mag eine ganz andere sein als die natürliche. Es ist auch spannend, wenn wir
gerade in diesen Zeiten, ja, sprechen wir jetzt wieder viel über Endzeit, viel über das Buch der Offenbarung auch. Und es ist auch dort so spannend zu sehen, je mehr das Reich des Bösen, des Antigöttlichen in der Offenbarung um sich fasst und je mehr es nach dem Äußeren so aussieht, als ob die Gemeinde, als ob das Volk Gottes im Niedergang ist. Nur im Äußeren scheint es so. Ja, die Offenbarung macht immer klar, wer wirklich auf dem Thron sitzt, wer wirklich alle Macht hat, und das ist Gott. Und egal wie viel Macht das Böse auf Erden zu haben scheint, es gibt ein Wort in der Offenbarung, das wird konsequent nur Gott, seinen Engeln und seinem Volk vorbehalten, und das ist das Wort Herrschen. Ja, dieses Wort im Griechischen für Königsherrschaft, konsequent die ganze Offenbarung hindurch, egal was auf der Erde abgeht, die Herrschaft, die letzte Herrschaft liegt nur bei Gott. So, es mag äußerlich ganz anders aussehen, zeitweise, letztlich sitzt Gott immer in Kontrolle. Und das weiß auch David. Er weiß darum, und deswegen hat er Grund, in den Siegesjubel einzutreten, auch wenn er eigentlich auf den ersten Blick oder nach äußeren Umständen das Opfer ist. Wenn er derjenige ist, der eigentlich ausgeliefert ist, der unterlegen ist, aber mit Gott an der Seite, mag die geistliche Realität ganz anders aussehen. Wie ermutigend. Hm? Vielleicht hast du das selbst auch schon mal so erlebt. In jedem Fall wollen wir da jetzt gleich auch noch dafür beten, dass wir das auch wieder so erleben und dass es noch mehr offenbart wird, dass Gott an der Seite derer steht, die unterdrückt sind, die zu Unrecht unterdrückt sind und die auch gar keine andere Hoffnung mehr haben, als sich Gott ganz hinzuwerfen. Und am Ende, ja, das darf uns auch ermutigen, noch einmal dieser Ausruf, wo nochmal das einfach zum Ausdruck kommt, wie David sich äußerlich doch empfindet. Ja, er leugnet das nicht. Er proklamiert einerseits, Herr, da wo du bist, da ist das Signal. Ja, und da gibt es Grund, sich zu freuen und zu frohlocken. Aber noch empfindet und sieht er sich auch elend und arm. Er weiß, er kann aus eigener Kraft nichts tun. Der Sieg, die Kraft liegt bei Gott allein. Und so ruft er nochmal, eile Gott zu mir. Und nochmal diese Doppelung, meine Hilfe und mein Retter. Das ist es, der du bist, meine Hilfe und mein Retter, wie in Vers 1 schon. Herr, säume nicht. Also da ist ein Bekenntnis drin, auch ein Bekenntnis der Demut, was mich bewegt. Ja, also er war König, aber er sagt, hey, vor dir, Herr, ich bin elend. Und ich bin arm. Es ist ein Ausdruck der Schutz- und der Hilfsbedürftigkeit, die David hier proklamiert. Und da wollen wir uns gerne mit einklinken. Ja, wenn wir merken, Herr, dass, ja, vielleicht denken Leute von außen, ich habe es voll drauf, vielleicht denken Leute von außen, dass irgendwie alles erfolgreich ist, aber dieses Wissen darum, Herr, alles, was irgendwie gut läuft, es ist nur deine Gnade. Es ist nur deine Gnade. Das mögen wir nie vergessen. Das Wissen darum, dass es die Gnade des guten Hirten ist und seine Barmherzigkeit, die letztlich allen Sieg bringt und die das Böse auch über unserem Leben aufhält. Und es ist so schön darin zu sehen, Yahweh, der Herr, unser Gott, dein Gott, er sieht den Einzelnen. Auch das hier, David betet, eile mir zur Hilfe, nicht nur uns. Es darf auch dein Gebet heute Morgen sein. Jahwe, er ist eben der Gott, der im Unterschied auch zu allen anderen orientalischen Göttern und Götzen, die es da gab, nicht einfach nur den König irgendwie gut findet eines Volkes oder das Volk als Ganzes. Nein, er ist der Retter der Einzelnen, der Armen, der Gebeugten. Er ist derjenige, der dich ganz persönlich sieht, auch in deinen Herausforderungen, und der dort hineinkommen möchte, Veränderung und Hilfe und Rettung schaffen will. Ist der Psalm der kleinen Leute, ist auch exakt auf der Linie dessen, was Jesus später als Reich Gottes verkündet hat. Reich Gottes ist ja auch nicht nur eine geistige Größe. Reich Gottes ist ja nicht nur Glaube an das Evangelium und irgendwann wirst du gerettet. Nein, Reich Gottes ist etwas, das sich ganz konkret im Diesseits, im Hier und Heute manifestiert. Ja, Lukas 4, Antrittsrede, das Mission Statement Jesu in der Synagoge von Nazareth. Armen
wird gute Botschaft verkündet. Gefangene in Freiheit entlassen. Blinde werden sehend. Das sind ganz konkrete Dinge, die sich ändern zum Guten hin im zwischenmenschlichen Leben, in einer Gesellschaft, im sozialen Miteinander. Darin manifestiert sich Reich Gottes, wenn es echt ist. Darum betet der Beter mit großer Hoffnung und darum und dafür möchte auch ich heute Morgen so gerne mit uns beten und ich will dich einladen, dass du dich mit einklingst, wenn wir uns noch eine Zeit nehmen, jetzt gemeinsam zu beten für die Dinge in unserem eigenen Leben, wo wir uns in diesen Schrei Davids mit einklinken, aber auch stellvertretend für Menschen in unserem Umfeld, für Menschen, die wir vielleicht auch nicht kennen, für ganze Nationen. Ja, wir denken an die Bedrängnis des ukrainischen Volkes zu dieser Zeit, aber auch so viel weiterer Menschen, auch so viele unserer Geschwister. Du weißt vielleicht, zu keiner Zeit in der Weltgeschichte gab es größere, umfangreichere und schlimmere Christenverfolgung als heute. Ja, in Nordkorea, in Afghanistan, im Iran, in so vielen Ländern dieser Erde werden Christen um ihres Glaubens willen verfolgt. Und auch für sie wollen wir heute Morgen beten. Lass mich noch einmal diesen Psalm lesen und mach es prophetisch auch zu deinem Gebet. Und stellvertretend bete es auch mit für Menschen, die du und auch für Nationen, die du jetzt von Gott aufs Herz gelegt bekommst. Eile Gott, mich zu retten. Herr, eile mir zu Hilfe. In Schmach und Schande sollen geraten, die mir nach dem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und sich schämen, die mein Unglück wollen. Weichen sollen in ihrer Schande, die mich verlachen. Frohlocken sollen und deines sich freuen, alle, die dich suchen und die sich sehnen nach deiner Hilfe. Sie sollen allezeit sagen, groß ist Gott. Ich aber bin elend und arm. Eile Gott zu mir. Meine Hilfe und mein Retter bist du, Herr, säume nicht. Und Herr, mit diesem Gebet kommen wir heute Morgen vor dich. Und wir sagen, Herr, eile zur Hilfe. Komm, du Retter Israels, du Retter Davids und auch unser Retter ganz individuell. Komm, Herr, und tue heute dein Werk der Gerechtigkeit. Herr, wir beten, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und wir danken dir, Herr, für das Wissen, dass das eines Tages in voller Pracht und Herrlichkeit durchgebrochen sein wird. Dass der Tag kommt, an dem jedes Knie sich beugen wird. Nicht vor Menschen, sondern vor dir allein. Aber wir beten zugleich, Herr, dass es schon jetzt immer mehr durchbricht. Herr, wir beten um größere Wiederherstellung in dieser Zeit. Um größere Rettung, um größere Hoffnung, um größere Ermutigung. Und Herr, da, wo es so düster aussieht, da beten wir, Herr, komm und schenk eine neue Gnadenzeit. Herr, wir sind so bewegt von all dem Leid, was geschieht in der Ukraine. Und wir beten um dein übernatürliches Eingreifen. Herr, bring das Leid und das Blutvergießen zu einem Ende. Segne die Verantwortlichen, Herr, geh du ihnen nach, begegne ihre Herzen, schenke Umkehr. Herr, wir segnen Präsident Putin, Herr, dass du ihm begegnest. Dass du ihm begegnest, Herr. Herr, nur du kannst, du weißt wirklich, was in seinem Herzen vorgeht und du kennst den Schlüssel zu seinem Herzen. Erbarme dich über ihn. Herr, wir beten, dass dieser Tag wird ein Tag, an dem Menschenleben gerettet werden, an dem Menschen geholfen wird. Herr, wir beten für die Regierungen dieser Welt, Herr, auch für den Gipfel heute, der an diesem Tag stattfinden soll, Herr. Herr, wir beten um Weisheit für die Regierenden, beten um weise Ratgeber. Und dass auch da dein Geist voll mit am Start ist. Ich bete nochmal, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Herr, und auch in unserem eigenen Leben, wir befehlen uns ganz dir an.
Und wir sehnen uns nach deiner Hilfe. Und während wir uns danach sehnen, Herr, wollen wir uns freuen, wollen frohlocken darüber und bekennen, groß ist Gott. Mach das zu deinem Bekenntnis heute Morgen. Sprich es laut aus vor dir. Groß ist Gott. Was auch immer dich heute herausfordert, groß ist Gott. Groß ist Gott. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Nochmal erinnern an Johannes Evangelium Kapitel 14, Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich, sagt Jesus. Oder ihr glaubt an Gott und ihr glaubt auch an mich. Es gibt keinen Grund zu erschrecken. Und ich weiß, es ist keine leichte Schule, das zu lernen. Und deswegen will ich beten, Herr, du machst überhaupt keinen Kompromiss. Herr, du hast Verständnis für uns. Aber dein Wille ist so klar. Du willst nicht, dass deine Kinder in Angst und Schrecken und Sorge leben. Herr, und deswegen liefern wir uns ganz aus dir heute Morgen. Ganz neu. Ganz neu. Und wir bekennen, du allein, Herr, du bist der, in dessen Händen unsere Zeit steht. Zwei Dinge. Psalm 31, ja, den hatten wir schon vor längerem. Psalm 31, Vers 16. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Deine Zeit steht nicht in den Händen eines Virus. Deine Zeit steht nicht in den Händen von Putin. Deine Zeit steht in Gottes Händen. Und damit liegt sie in sehr, sehr guten Händen. Danke dafür, Herr. Das Zweite, es ist so biblisch, sich immer nur auf den heutigen Tag auszurichten. Kümmere dich nicht auf das, was morgen ist. Schau auf das Heute. Und für heute hast du Kraft. Für heute schaffst du es, nicht zu erschrecken. Was morgen ist, für morgen liegt neue Kraft bereit, wenn es morgen ist. Herr, danke für die Zusage, dass unsere Zeit in deinen Händen liegt. Und daraufhin wollen wir heute leben. Daraufhin wollen wir heute gestalten. Alles in und aus deiner Gnade heraus. Herr, was morgen ist, werden wir tun, so du willst und wir leben. Aber danke, dass für heute Gnade und Kraft da ist. Herr, ich bete, zeig uns, wo wir heute trachten können, nach deinem Reich und nach deiner Gerechtigkeit, und wir wollen es so gerne tun. Und danke, dass du dich um alles kümmerst und dass du alles in deiner Hand hast. Du guter, guter Hirte. Herr, wir vertrauen dir und wir folgen dir und wir befehlen uns dir an. Jerusalem, Jerusalem, Shalom.
Wir segnen heute Morgen auch Israel. Wir beten um den Frieden Jerusalems. Wir danken dir, Herr, dass wir gerade an deinem Volk Israel sehen dürfen, diese Realität, die David besungen hat hier in Psalm 70, Vers 5, dass es äußerlich oft so aussehen mag, als ob dieses kleine Volk den feindlichen Übermächten total schutzlos ausgeliefert sind. Aber Herr, du bist da und Israel existiert. Und es funktioniert. Bei aller menschlichen Schwäche. Herr, du hast dieses Volk bewahrt durch die Geschichte hindurch. Hast es durch Wunder erhalten seit Jahrtausenden und auch in den letzten Jahrzehnten. Hast dich immer wieder als der Größere erwiesen. Es lohnt sich so sehr, die Geschichte, auch die jüngere Geschichte Israels zu studieren. Was Gott für Wunder geschenkt hat schon, um dieses kleine Land vor feindlichen Übermächten zu schützen, wo es aus dem Natürlichen heraus sogar keine Erklärung dafür gibt. Aber groß ist Gott. Groß ist Gott. Unsere Hilfe und unser Retter ist er. Jahwe, der Gott, der war, der ist und der immer da sein wird, für dich. Herr, und jetzt stellen wir uns unter deinen Segen heute Morgen. Wir wollen in diesen Tag gehen mit dem Bekenntnis: Groß ist Gott. Und es ist unser Gott. Danke, Herr, dass nicht nur wir erklären, du bist unser Gott, sondern dass du auch erklärst, dass wir zu dir gehören und dass du uns siehst. Dass du uns liebst, dass du dein Leben gabst für uns. Falls Menschen zuschauen heute Morgen oder zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du diese Botschaft siehst, und dein Leben hast du noch nicht diesem Jesus anvertraut, dem Sohn Gottes, der kam, der Mensch wurde, um stellvertretend durch seinen Tod die Schuld für dich und mich zu bezahlen, die uns trennt von unserem Vater im Himmel, die uns trennt von der Gemeinschaft mit Gott in aller Ewigkeit. Und die nicht nur Schuld ausräumt, sondern die Würde zurückgibt, die Leben zurückgibt, was Hoffnung zurückgibt. Wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann will ich dich einladen, heute dein Leben in die Hände Jesu zu legen. Zu glauben, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Und dein Leben ihm anzuvertrauen, ihm nachzufolgen, ihn einzuladen in dein Leben als Herr. Und er ist ein guter Herr. Er meint es so gut für dich und er wird eingreifen in dein Leben und Wiederherstellung schenken. Herr, ich bete für jeden, den es trifft im Herzen, dass du kommst und dass du berührst, dass du Überführung schenkst im Herzen, dass du Trost schenkst jetzt, Berührung, Perspektive. Und da, wo jetzt jemand sein Leben dir anvertraut, in deine Hände legt, da danke ich dir, Herr, dass du kommst und dass du alles neu machst. Dass du neue Perspektiven schenkst und dass sich auch im Äußeren Dinge wiederherstellen, weil der gute Gott Einzug gehalten hat. Du magst vielleicht noch nicht alles kapieren, ist nicht so wichtig. Das kommt alles Stück für Stück. Kann man über alles reden, dass die Bibel anfangen zu lesen, besser kennenlernen. Das ist eine Beziehung, die du bekennst, nicht irgendwie ein Glaubenskonzept.
Aber es beginnt mit dieser Überführung im Herzen, auf die du dich einlässt. Also segne ich. Segne uns alle heute Morgen. Und danke, dass du mit uns gehst in diesen Tag. Ich stelle uns unter deinen Schutz. Herr, wir befehlen uns unsere Gedanken dir an. Wir wollen das Gute denken, das Hilfreiche, das Beste, Herr, zu deiner Ehre. Und zeig uns, wo wir heute zu deiner Ehre dienen und helfen dürfen. So segne und behüte uns der allmächtige Gott. Amen. Einen guten Tag, eine gute Woche. Tschüss, bis dann.